Ja, sie ist tatsächlich irgendwie End-30er, aber trotzdem hübsch mit ihren dunklen Rehaugen und scheint tatsächlich auch so ähnlich ein bisschen gebaut zu sein wie Isarun, also kann gut zupacken für eine Pareneque-Weite vor allem. Ja Ziemlich gut, pragmatisch. dann würde ich ihm gehen, also ein bisschen Smalltalk anfangen und also zu ihr sagen, ich habe euch mit dem Oberst gesehen. Ihr seid verheiratet, nicht wahr? Ja, ist richtig. Dankrat von der Nordweide. Seit, Habt ihr ja? euch während der Belagerung kennengelernt? Ja, vor 3 Jahren ungefähr. Aber erst als er Oberst war, hatte ich ihn dann wirklich zuordnen können. So viele Wachen, wie wir haben, den einen oder anderen, den übersieht man dann schon. Und naja, nachdem er dann Oberst war, hatte ich ein bisschen mehr mit ihm zu tun. Wir haben uns miteinander verliebt. Ein stolzer Mann. Ja, das ist aber. Versteht mich nicht falsch. Manche Leute. Man kann die Oder. Schönheit eines Mannes loben, ohne hinter ihm her zu sein. Nee, alles gut, alles gut. Er ist tatsächlich ziemlich kompetent. Wurde auch aus Pereinefurten ziemlich gelobt vom Kanzler. Ah, tatsächlich wurde er dann hierher beordert. Ja, ist wohl so. Wie gesagt, wir haben. Wir haben ihn gemeinsam, wann war denn das? Vor 3 oder vor 4 Jahren kam er hier wohl an. Das habe ich aber dann, wie gesagt, erst nachträglich erfahren. Und der topische Kanzler hatte tatsächlich ihn wohl gelobt. Was genau, ich habe den Brief nie gesehen, aber ja, war mit bei den Papieren. Persönliche Empfehlung von Dele von Gernotzbrunn. Eindrucksvoll. Nun, das zählt etwas, ja. Und wie ist das frisch verheiratete Leben hier so in dieser belagerten Stadt? Das kann ja nicht einfach sein. Nee, er hat viel zu tun und ich muss mich um die Quellen kümmern. Kann ja sein, dass die sonst jederzeit durchbrechen. Ich muss mich auch um den Garten kümmern und die jeweiligen Quellen und viel zu tun. Also, ich habe mir das auch anders vorgestellt und naja. Man fragt die Götter ja auch nicht, warum sie etwas tun, sondern nimmt es einfach so hin und macht das Beste draus. Ja, das macht ihr mit Sicherheit. Aber um auf die Prophezeiung zu sprechen zu kommen, Leatmon hat euch bestimmt erzählt. Was denkt ihr? Es war die Rede von Bedürftigen. Ich denke, eine hungernde Stadtbevölkerung wird sicherlich als Bedürftige zählen, aber gibt es dann draußen noch Leute in den Dörfern oder so? Tja, das musst du dir am besten wohl meinen Mann fragen. Der hat da gemeinsam mit Talion wohl den besten Überblick. Aber ja, natürlich. Wir haben aktuell in den Mauern grob 250. Die anderen sind entweder gestorben oder abgereist, also geflohen. Aber außerhalb haben wir wohl noch eine ganze Menge mehr. Ich weiß nicht genau, wie viele das sind, aber die unterstehen dann wohl der. Mein Mann sagte das immer. Ich glaube, Girte Sargnagel heißt sie. Das ist die Gardisten da drüben und die übrigen Bürger dann verwaltet und den Borbera-Tempel dann aufgebaut hat, haben sich das ziemlich gemütlich gemacht. Konntet ihr den Krug in Augenschein nehmen? Ja, Habt natürlich, ihr... den habe ich mir auch angesehen. Der war ja eine ganze Zeit verschwunden und jetzt hat Boltax den, glaube ich, vor ein paar Tagen hierher gebracht. Haben wir uns angesehen. Das ist der Richtige. Habt ihr gut gemacht. Na, immerhin etwas. Aber ihr habt auch noch keine Ideen, worauf das alles hinauslaufen könnte, oder? Ich kann die Prophezeiung nicht ganz deuten. Das ist dann wohl eher die Aufgabe von entweder Adebert oder von Leopold selber. Ich bin keine Mystikerin, aber ich freue mich, dass er wieder in der Hände der Kirche ist. Aber Adebert ist ein Mystiker? Adebert ist Mystiker, ja. Also er kümmert sich auch vor allem um die Tiere, aber er ist ein bisschen verschroben. Nun, das ist Inwieweit bei verschoben? Mystikern nicht so ungewöhnlich, oder? Aber erzählt. Ich glaube, er ist auch gerne in der Kryptograph oder sowas. Verschlüsselt ganz gerne Dinge, aber das hängt ja nicht an die große Glocke. Das klingt auch eher sinngefällig, oder? Tja, Mystiker. Die sind alle seltsam. Wie gesagt, ich kümmere mich um die Pflanzen, um den Garten und habe ich genug mit zu tun. Nun, davon gehe ich aus bei so einer Situation wie hier in den Mauern. Tja,
Adelbert verbringt zumindest viel Zeit alleine. Vor allem im Gebet dann, aber naja. Und mit seinen Tieren. Mit Menschen kann er nicht so. Naja, die Götter, Piranha hat's geschickt und wer bin ich, dass ich das hinterfrag? Mache ich das immer so alleine. Ihr klingt nicht sehr glücklich. Ich habe einfach viel zu tun, Fräulein. Hohe Dame, Frau Magierin. Viel zu tun. Zeit, wenn wir euch von euren Pflichten abhalten. Nee, tut ihr nicht, Jetzt sowieso nicht, weil wir auf Thalion warten, aber wenn der mal schneller durch die Burg rennen würde, dann könnte ich auch wieder bei meinem Garten sein. Wollt ihr ja nichts für. Wo befindet sich der Garten denn? Innerhalb der Quellen? Die Quellen befinden sich im Garten, so rum. Da wird ein Schuh draus. In der Südstadt von hier. Wir haben vor der Burg ist Altenhilsur, also vor Klippenstein und in der Süderstadt. Da gibt es die Herzog-Kunibald-Brücke. Das ist neben dem kaputten Effa-Tempel. Da gibt es den Park der Ruhe und innerhalb des Parks gibt es die heiligen Quellen. So ein sprudelndes Wasserbecken. Kann ich euch sicherlich nachher mal zeigen. Ja, wir können der Reine danken, dass sie noch nicht eingenommen wurden, oder? Ja, genau das. Und meinem Mann, beziehungsweise ganz generell der Wache. Lutbanner leistet gute Arbeit. Die wissen, was sie tun. Und hat aber so viele Götterläufe. Tja, so ist es. Dann wollen wir doch vielleicht noch zu ihm hinübergehen, während wir auf Thalion warten. Ja, ich sehe, da kommt er gerade. Und ihn kurz wegen der Sache mit den Dörfern fragen. Ja, dann aber wir sind auch mit dabei. Dann kann es ja gleich losgehen. Derweil bei Boltax fehlt noch, ne? Genau. Ja, Boltax, was tust du? Ja, ich würde erstmal nach oben gehen in den Taubenschlag, beziehungsweise ich würde mich halt durchfragen, weil ich mich in so einer Burg nicht auskenne. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Die letzte Burg, in der ich war, war Corvinstein und das ist nicht so gut. Romantenburg. Genau. Du kannst dich nach oben durchfragen und im Taubenschlag findest du tatsächlich Bruder Adelbert. Den kennst du noch nicht, aber er wird sich dir vorstellen und versorgt aber gerade die Tauben. Neben ihm ein großer Sack. Oh, Sumo zum Gruße. Oh. Ja, alle Piranha zum Gruße, Sumo zum Gruße. All die Götter, die ihr braucht mit euch. Angrosch, hallo. Hallo. Ich bin Boltax. Und wer seid ihr? Ich bin Bruder Adelbert. Ich gehöre zu Piranha. Hallo. Ich kümmere mich um die Tiere hier. Ja. Freut mich, euch kennenzulernen. Ah, das sind aber prächtige Tauben. Die sind richtig hübsch. Darf ich sie auch füttern? Ja, selbstverständlich, wenn ihr mögt. Hier, nehmt etwas von dem großen Sack. Da könnt ihr groß reingreifen und das sind nicht mehr so viele, aber die könnt ihr nehmen. Oh, sehr gut. Ich würde das Brot mal so ein bisschen in den Händen zerreiben und dann so auf meine Handinnenflächen und die Innenflächen von meinen Armen ausbreiten, sodass sich die Tauben dann dahin bewegen können. Und Würfel mal abrichten. Oh. Ja, alles klar. Columba Livia Domestica. Die Felsentaube. Oder auch Haustaube. Ich hab kein Abrichten. Tierkunde plus. Ja, plus 10. Jo, alles klar. Columba Livia Domestica. Haustaube, Felsentaube, Brieftaube. Sie scheinen euch nicht zu mögen. Vielleicht haben sie auch schon etwas zu viel gefressen. Da solltet ihr euch keinen Kopf drum machen. Ach, das ist in Ordnung. Wir lernen uns ja gerade auch erst kennen, die Tauben und ich. Aber sagt mal. Sie haben ganz feine Sinne. Ich habe gehört, dass ihr seid kein Krieger, ja? Ihr seid so etwas wie ein Geode, ja? Ja, genau, ich bin ein Geode. Ich merke das schon. Ihr habt wohl etwas an euch, dass man. Ihr könnt mit eurem Dolch Metalle anziehen, ja? Nicht direkt. Damit verwirrt ihr sie. Ich sehe das schon. Ja, ich kann es sehen. Die Matrix krümmt sich um euch und euren Finger, um eure Waffen. Ihr verändert das Gestein und macht es anziehend. Das mögen die Tauben nicht. Interessant, ihr versteht etwas von Zauberei. Ich nicht. Ich verstehe etwas von Tauben. Aber ihr habt von Matrix und so gesprochen. Ha? Das ist doch Zauberei. Ja, schon, aber es ist auch göttlich. Ah,
Interessant. Interessant, ja, ja. Wie kann ich euch helfen? Ach so, ja, genau. Ich wollte mich eigentlich nur mit den Tauben unterhalten, weil unten findet so ein Gottesdienst statt und ich denke, das ist eher etwas für die Menschen und ich als, naja, Priester von Sumo, dachte, ich ziehe mich dann ein wenig zurück und bleibe bei den Tieren. Aber nun habe ich euch gefunden und vielleicht ist das ja eine glückliche Fügung. Ich habe nämlich einige Fragen so im Allgemeinen zu der Burg und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ihr seid ja genauso wie Leatmon, ein Priester der Pereine, nicht wahr? Ihr wollt euch mit den Tauben unterhalten. Das hier ist Roswitha und das hier ist Wiener. Oh, hallo Roswitha, hallo Wiener. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich habe später vielleicht noch einen kleinen Auftrag für euch. Der wird euch auch ganz sicher gefallen. Aber dazu später mehr. Sagt mal, wie lange seid ihr denn schon hier? Kennt ihr die Gärten gut? Die Gärten? Ja, natürlich kenne ich die gut. Aber ich mache zurzeit nicht viel in den Gärten. Die Pfeile, die dann jederzeit einschlagen können. Nein. Also das kann ich verstehen. Mich hat auch einer am Kopf getroffen. Ist aber nicht so schlimm gewesen. Zwerge haben die Schädel. Kennt man ja. Ja, kennt man. Das war ein Witz. Ach, egal. Ihr kurzlebigen... Nee, das kennt man wirklich. Ach, echt? Ja, das war nicht witzig. Pfeile im Kopf sind nicht gut. Ach, so ein Pfeil in Ehren kann keiner verwehren. Nein, der alte Oberst ist gestorben wegen so einem Pfeil. Der alte? Im Ernst? Ja, in der Süderstadt. Der Süderstadt ist er gestorben? Uiuiui, das ist wirklich nicht gut. Wann ist das denn passiert? Von einem Jahr ungefähr. Ludolf von Bregelsaum war das. Ah, Bregelsaum. Davon gibt es ziemlich viele, oder? Ja. Kann sein. Ich habe so einen schon mal irgendwo in Gareth kennengelernt. Oder war das? Ja. Ich glaube, der nennt sich Ludolf. Fast so ähnlich, aber das war Ludolf. Ah, Ludolf. Oh, ja, ein Pfeil direkt in den Kopf bekommen. Aber das war kein Zwerg. Ja. Deswegen, da soll man keine Witze drüber machen. Na gut, das tut mir leid. Also ich habe auch einen in den Kopf bekommen, aber mir ist da nicht so viel passiert. Und der war der Oberst? Kanntet ihr den gut? Naja, wie man den Oberst halt kennt. Also, er war ein Bregelsaum. Ja. Wie lange habt ihr euch gekannt? Also, wie lange seid ihr schon hier? Naja, ich bin hier geboren. Ich bin jetzt 30, auch... ich weiß nicht, wie lange war der dabei? Der hat damals schon... bevor Toprian eingenommen wurde, habe ich da nicht viel mitgemacht, weil da war ich immer im Garten. Und jetzt mussten wir uns alle wieder zurückziehen und dürfen nur einmal am Tag in den Garten. Ja, aber habt ihr den Krug schon mal gesehen, den ich euch gebracht habe? Ja, den habe ich mir angeguckt. Hübsch, oder? Ja, habt ihr den Vogel gesehen am Ausgießer? Ja, das ist ein Storch. Ein Storch, ein Storch. Fand ich sehr schön. Ich habe mal gehört, dass der ursprünglich von Druiden gemacht worden ist. Aber die Druiden sind ja hauptsächlich weg aus Toprien. Das ist sehr schade. Na, es gibt noch eine ganze Menge, nur nicht hier. Ich habe gehört, dass viele gestorben sind im Kampf gegen den Dämonenmeister. Ja, aber es gibt ja sowieso nicht so viele Druiden. Ja, deshalb ist jeder, der gestorben ist, umso bedauernswerter. Und jetzt wollt ihr euch mit den Vögeln unterhalten? Das ist ja spannend. Ja, genau. Aber sie mögen euch gar nicht. Ach, auch wenn man einen nicht mag, manchmal tut man trotzdem etwas für jemanden, den man nicht mag. Ja. Soll ich es euch demonstrieren? Ja, versuch's mal. Ja, gut, dann würde ich mich hinsetzen und ich würde gerne eine Herrschaft über das Tierreich wirken. Du musst mir jetzt nur das Gefahrenpotenzial von der Taube geben. Das 1. Wird wahrscheinlich 1 sein. Ja, also da setze ich keine Zweifel an. Auch wenn du aber mir sie auf den Kopf fixieren lassen könntest, aber trotzdem 1. Ja, ich nehme aber nur eine Taube, um Isarun diesen Gefallen zu tun. Und weil Abel mir schon zum zweiten Mal die Toria beleidigt hat und ich die eigentlich ganz gut finde, die haben uns ja nie was getan, würde ich gerne die Roswitha den Befehl auftragen. Was kann Herr über das Tierreich? Was tut das? Ich lese es dir einmal vor. Einen Moment. Herr über das Tierreich. Mit diesem machtvollen Spruch kann der Druide praktisch jedes Tier in sein Band ziehen und ihm Befehle geben. Unter der Wirkung des Spruches reagiert das Tier so gut wie dressiert. Es kann als Kampfgenosse, Überbringer von Nachrichten oder ähnliches eingesetzt werden.
Bei Befehlen, die der Natur des Tiers deutlich zuwiderlaufen, kann der Meister Zuschläge von 7 Punkten, also von bis zu 7 Punkten verhängen. Gibt eine Erleichterung von 1. Okay, alles klar. Super. Und dann habe ich insgesamt, ich würde mir natürlich Zeit lassen bei dem Spruch, dann hätte ich insgesamt eine Erleichterung von 4. Und dann Herr über das Tierreich, ich gebe der Taube den Befehl, einmal über Abel mir zu kreisen und ihm auf den Kopf zu defekieren. Okay, ist das für den Plot relevant? Hab ich noch nicht ganz verstanden. Nein, aber ein Gag. Sind wir überhaupt da draußen? Wenn wir jetzt eine Stunde in der Kapelle rumhängen, was dann? Es hält. Die Kapelle ist dann an so einem Schrein im Innenhof. Dauer ist ZFP-Sternspielrunden. Also ja, aber sie soll nur einmal kacken. Genau, einmal. Und dann wieder zurückkommen. Ja. Jalan, aber ihr werdet gerade von Talion nach draußen gebracht. Könnt ihr sehen, wie da wohl der ein oder andere den Burgbewohnern sich aufgereiht hat. Wenige Stühle, die da stehen, und Isar und Sulami, die sich da wohl gerade unterhalten. Als gerade eine Taube über euren Kopf fliegt, aber mir Ausweichenprobe. Sekunde. Fernkampfangriff plus 8. Das ist aber nicht eine Wurfwaffe und damit nur plus 4. Improvisiert nicht, nee, die hat einen Waffenmeister. Darum geht's nicht. Es geht darum, den Waffenmeister kack. Okay, es ist eine Taube, ich glaub's dir. Also Ausweichen plus 8 oder? Plus 8, natürlich. Nee, dann ist nicht Angriff von oben in deinen Kopf, also. Du rechnest auch nicht damit. Ist den Chip wert. Nee, nicht nur von 1. Das ist lächerlich. Okay. Dann bekommst du einen Ausdauer-TP. Als dir. Kack, Kieselsteine? Nein, alles klar. Du wirst getroffen von etwas Weißem, Flüssigem, was über deinen Kopf läuft, an deinem Ohr vorbei. Und das ist warm. Verdammt! Ich fasse natürlich erstmal nach oben. Ja, es ist zum Glück kein Blut. Verdammt, das Mistvieh! Ich habe es doch gesagt. Also ich habe es doch gesagt und ihr habt mir nicht geglaubt. Taube. Verdammt, das Mistvieh! Ich zieh mal Balestrino und lade und spanne sie. Du willst jetzt die Brieftaube aus breite Pforten abknallen. Kann ich ihm sanft, aber mit ein wenig Druck die Hand auf den Unterarm legen. Aber mir, ich glaube, der Oberst würde es nicht zu schätzen, wenn du die Brieftaube machst. Wirf ihm Arroganz. Oder irgendwelche anderen Nachteile. Arroganz, ja, hast du? Habe ich ja, ich weiß was ich auf 8, glaube ich. Ich würfel aber wie 20. Ja. Irgendwelchen anderen Nachteile? Wow. Ja, und ja, leider bist du überrascht, Jalan, als Abelmir seine Palestrina zieht und du kannst anlegen, schießen. Ja, bei der Fluggeschwindigkeit, die Balestrina knallt und ein kleiner kugelartiger Bolzen, der in den Himmel fliegt. Verdammtes Mistviech, wenn ich dich erwische! Klar, die Balestrina neu. ich schau zu dem Gewalten. Ich glaube, er hat einen Getonki gesehen oder so. Lass unsere Brieftauben in Ruhe. Die scheißen mich voll. Ihr sollt die Brieftauben aus Pereine Pfoten in Ruhe lassen. Bei der Leuen. Widerliches Viech. Ich muss mich säubern. Entschuldigt mich. Ich gehe wieder zurück zu meiner Kammer. Auf dem Weg würde ich den Sappelfaktor durchwirken. Dafür lässt du einen heiligen Gottesdienst fallen. Ketzer. Schieß mit einer Fernkampfwaffe. Bleib dem Rondra. Der Kopf von Talion wird ein bisschen rot. Und im Horasreich gibt es so einige seltsame Gebräuche. Ich denke, wir sollten uns darüber nicht allzu sehr erheben. Für sie sind unsere Riten sicherlich genauso absonderlich. Aber hast du Rachsucht gegen Boltax oder so? Nein. Rachsucht? Keine? Er weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt übertreibst du es. Ich habe mich wieder mit einem Sapphire gereinigt auf dem Weg zu meinem Gemächern, wurde dann abbiegen und wieder zurückkehren zu diesem Gemach von diesem... Ich stehe einfach nicht vor der Tür. Ja, nach kurzer Zeit stehst du davor. Es hat ein paar Mal geklickt, aber Jana hat die Tür nicht aufbekommen. Anfänger. Lass mich mal gucken. Ich untersuche erstmal dieses Schloss mit Feinmechanik, Mechanik, keine Ahnung. Feinmechanik. Hm,
scheint mir ein relativ einfaches Schloss zu sein. Ja, Jalan hat nur noch einen letzten von den verschiedenen kleinen Zylindern dann noch übrig gelassen. Es klickt und die Tür geht auf. Derweil bei Boltax. Die Taube landet wieder vor deinem, vor dir auf der Stange. Oh. Gut, zufrieden. Ein feines Mädchen bist du. Hier, nimm noch etwas Futter. Oh. Währenddessen würde ich mich gerne mal im Taubenschlag umsehen. Ob mir da noch etwas auffällt. Ob es vielleicht eine Bank gibt, wo erstmal alle Nachrichten hingebracht werden, geordnet werden. Wie das Ganze eigentlich so aufgebaut ist. Also wie gesagt, ich würde mir den Raum einfach mal ganz genau angucken. Ja, ist ein großer Taubenschlag und du siehst, dass hier wohl auch Briefe entweder geschrieben werden können oder aber auch dann zwischengelagert werden. Aber zurzeit sind hier auch keine Schriftstücke, kein Schriftverkehr, der hier irgendwo rumliegt. Mhm. Ansonsten, ja, es gibt zahlreiche Ausflüge zu allen Himmelsrichtungen, aber zurzeit ist wohl, der Käfig steht in Richtung Perennefort. Du warst zwar selber noch nicht da, aber laut der Orientierung von Isarun soll wohl in die Richtung Perenneforten sein. Ist das ein Schreibtisch, auf dem die Schriftstücke angefertigt werden? Oder ist das ja, so ein Stehpult. Also so ein Sekretär. Genau. Ich würde dann mal hinter den Sekretär greifen und den abklopfen, ob da eventuell was versteckt ist, weil kann ja sein, dass genau Decke für den Notfall da Sachen versteckt hat. Beziehungsweise ich würde dann auch im Taubenschlag selbst mal ein bisschen unter dem Stroh gucken. Hier und darum. Du findest noch einen Federkiel, beziehungsweise mehrere Gänsefedern, die hier wohl gelagert sind. So kleine Schnitzmesser zum Anspitzen, ein paar Briefe, die hier noch, beziehungsweise ein paar Pergamentsachen, die du dann hier noch nehmen kannst, Siegelwachs und sowas, also da wäre alles da. Mhm. Was dir aber auffällt, ist, wenn Briefe verschickt werden, dann würde dazu natürlich auch die Taube fehlen, denn die kehren nicht zurück, sondern fliegen nur in eine Richtung, wie Zulamin das bereits gesagt hat. Also da würden, es würde nicht auffehlen, wenn Pergamente fehlen oder wenn Gänsekiele fehlen, aber wenn die Taube fehlt, das wäre natürlich ein Indiz. Mhm. Sind denn irgendwelche Tauben gegenwärtig nicht vor Ort? Nein, wir haben aktuell 5 Tauben hier, aber es fehlt keine. Also, wie kommt ihr darauf? Ach, nur so, es hätte ja sein können, dass der unglückliche Tod Archivars gestern nun in irgendeinem Zusammenhang mit so etwas steht. Nein. Ich habe davon gehört, dass er gestorben ist, aber Brieftauben sind alle da. Also das hätte ich auch gemerkt, wenn da was fehlt. In den letzten Jahren ist keiner abhandengekommen. Wir lassen die immer durch den Widerstand hierher bringen. Die kommen aus Perennefurten und da ist nichts verschwunden. Ja, das ist gut, das ist gut. Also alle Tauben da, keine verschwunden. Aha. Eine Frage noch. Ihr habt ja gestern ihn das letzte Mal beim Abendessen gesehen. Das hat seine Gehilfin erzählt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Hat er da so gewirkt? Vielleicht ist ihr ja etwas entgangen, das ihr bemerkt habt. Ich sehe ja, ihr habt einen durchaus anderen Blick auf die Dinge als jetzt, gewisse andere Menschen. Nein, ich habe da nicht zugehört. Ach so. Also ich saß zwar da, aber er hat irgendwas mit der Schriftgelehrten gesprochen. Ich habe da nicht zugehört. Ich habe ein bisschen geträumt und gelesen. Ja. Habt ihr was Spannendes gelesen? Gibt's was Neues? Prems Tierleben. Ah, das ist aus Torwahl, oder? Nee, vor allem geht's um Tiere. Ich dachte, Bremer Feuer, das ist... Ah, gut. Er kramt ein bisschen in seinem Gewand und holt dann ein großes Buch raus, was wohl in die Tasche gepasst hat, blättert das kurz auf und du kannst sehen, Brems Tierleben. Er hat wohl unten auf den Seiten einzelne Wörter markiert, angekringelt. Das ist so das, was dir beim Durchfliegen so ein bisschen auffällt. Oh, das ist interessant. Hier die Schmetterlinge Lepidoptera. Oh, das klingt sehr komplex, aber irgendwie auch schön. Das Gariti oder ist das eine andere Sprache? Posparano, mein Herr. Gut, damit kann ich wenig anfangen, aber interessant. Irgendwann schaue ich mir dieses Buch mal genauer an. Da steht ja auch wirklich sehr viel drin. Das ist. Ja, ihr könnt das haben. Ich kenne es bereits.
Oh, vielen Dank. Das ist zu freundlich. Das freut mich ungemein. Da werde ich mich doch den heutigen Tag gleich mal dran setzen und ein bisschen was lernen über die Tauben und über diese Lepidoptera. Und oh, interessant. Aber ich glaube, jetzt muss ich auch wieder nach unten. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und wir sehen einander bestimmt später noch. Ja. Wir möchten derweil Rafim und an deiner Seite der junge Pereinecke weiterhin. Mein Plan ist ganz einfach. Ich denke, dass sie noch im Zimmer sind, deswegen gehe ich erstmal dahin. Im Zimmer von den anderen Helden? Du guckst kurz vorbei und siehst, dass es leer ist. Alle ausgeflogen. Ja, scheiße. Wenn du durch das Borgfenster in den Innenhof guckst, kannst du mal schauen und siehst, wie da wohl ein kleiner Schrein aufgebaut ist und Isaru und Sulamin stehen davor. Du siehst, wie Yalan gerade nach draußen kommt und Abed mir wieder nach drin sprintet. Ja, sieht das Ganze so aus, als wäre jetzt gleich eine große Ansprache des Ronra Geweihten. Also groß. Ja, was heißt groß? Du hast nicht alle Burgbewohner kennengelernt, aber es ist wohl der morgendliche Tempel, die Tempelandacht, die dann nicht im Rondra-Tempel stattfindet, sondern dann eben jetzt in diesem improvisierten Schrein. Und jeder, der irgendwie Rondra, glaube ich, ist, kümmert sich drum. Du siehst halt, wie Abemir wieder zurückrennt. Der scheint wohl mit Rondra überhaupt nichts am Hut zu haben. Weißt du natürlich. Ja, naja, der hat ja auch Chor am Herzen, der Junge. Vor allem ist er ein fieser Meuchler, ja. Das ist eine Unterstellung, die ich so unterschreiben würde. Ich würde mit dem kleinen Leadmon mich da oben hinsetzen und natürlich, wie es sich für ein Chorgeweihten gehört, eine kleine Chorzeremonie vorbereiten. Wir können Rondra ja nicht die ganze Burg überlassen.